Hau mal ab, du fiese Wicht! Ah! So, dann wollen wir doch mal was Neues bauen. Dafür müssten wir doch jetzt wieder genug Geld haben. Gucken wir mal. Ah, jetzt habe ich gar nicht mitgesprochen. Wo soll es weitergehen? So, dann machen wir erstmal hier rechts weiter. 1100, dann haben wir das nämlich auch aufgebaut. So, da hämmert er, der blaue Toad. Und wir machen das, was wir immer machen, Geld reinholen. Die Bauarbeiten am ersten OG des Ostflügels haben begonnen. Los, es warten sicher noch Aufträge auf dich. Ja, ja, ist ja gut. So. Was hast du zu bieten, Toad? Roter Yoshi versus Cheep Cheeps. Okay, Cheep Cheeps springen durch die Nacht. Wer möchte sich auf einen roten Yoshi schwingen und 25 Cheep Cheeps besiegen? Drücke entweder Y, um Feuer zu speien, oder streif dir ein Cape über und halte B gedrückt, um sachte von einem zum anderen zu schweben. Okay, mindestens 25 Cheep Cheeps besiegen. Dann machen wir das doch mal eben. Im guten alten Mario World Style. Okay, so, wir haben eine Feuerblume. Wir haben ein Cape. Wir haben einen roten Yoshi. Der von Natur aus schon rot rumsprüht. Okay. Das ist wieder so schwerenlos Zeug hier. Naja, die Münzen. Nein! Scheiße! Kacke! Ah, jetzt wird's doof! Ah! War ich da noch dran? Nee. Ja, toll, Yoshi. Gut gemacht. So, wir brauchen nur 6 Stück. Das heißt, ich muss wieder da rein. Ja. Spektakel beginnt nochmal von vorne. Okay. Nicht mehr viele. Ja, ist ja gut. Okay. Alles klar, wir haben alles erreicht. Jetzt muss ich mal gucken, hier ist man gerade so doof rausgeflogen, ne? Muss man darüber schweben. So. Wenigstens etwas. So, her mit den Moneten. Naja, immer mal rum da. Okay, als nächstes schalten und walten. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Gehirntraining. Wird unser Kandidat die Ein-Ausschalter im richtigen Moment auslösen, um alle rosa Münzen zu erhaschen? Es erwartet ihn ein großzügiges Preisgeld. Bleiben Sie dran, denn jetzt heißt es schalten und walten. Von der guten alten Ansagerstimme. Okay. Dann gucken wir mal. Nehmen wir einfach mal die erste. Naja, ich will so ein Ding aufhaben.
Ah. Okay, verstehe. Nein. Alles klar. Das war das erste. Ah, okay. Okay, Münze 2 haben wir auch. So, was müssen wir hier machen? Okay. Erstmal einmal frei machen. Na, verdammt. Ungefähr. Das war so doof. Mann! Oh, ey. Jetzt habe ich es aber gar nicht mehr drauf. So. Okay. Noch zwei Stück. Und noch eine. Okay, wir brauchen erstmal das. Nein! Zack! Einfach. Die hatten wir auch noch. Hängt er sich dann eigentlich mit dem Ding am Kopf auch ab? Ja, macht er tatsächlich. Ich dachte, er würde es jetzt vielleicht verlieren, aber nö. Ein bisschen schade ist auch, dass man die Gimmicks nicht so ganz ins nächste Level rübernehmen kann. Ist aber verständlich, dadurch, dass alles meistens immer auf eine andere Art von Super Mario basiert. So, noch zweimal, dann ist der Ostflügel auch erstmal dort fertiggestellt. Flucht vor dem Faulpilz. Ich koche gern mit Superpilzen, aber letztens habe ich einen nach dem anderen, habe ich einen nach dem Einkaufen im Auto vergessen. Jetzt ist er zum Faulpilz geworden und hat es auf mich abgesehen. Kannst du ihn so weit von mir weglocken wie möglich? Der Chefkoch. Ich bin mal gespannt. Also ein böser Pilz. Boah, der ist ja mega böse. Und er hinterher gesprungen. Hau mal ab, du fiese Wicht. Ah! Da kommst du nicht hinterher. Da kannst du machen, was du willst. Lümmel. Da kommst du auch nicht hinterher. Hoffe ich doch. Warten wir mal ein bisschen, bis ein bisschen mehr zu sehen ist. Oh Gott. Oh, nein. Verdammte Axt. Egal. Durch.
Ja, noch einmal. Dann hätten wir das auch. Vor allem jetzt gerade, spare ich jetzt für den großen Teil wieder oder kloppe ich sofort was für die kleinen gleich weg? Blink, Block, Bluff. Okay. Um den Truppkrabbelbau erkunden zu können, habe ich ganz viele Blinkblöcke hineingesetzt. Aber so ganz sicher bin ich nicht, dass man das Ziel auch erreichen kann. Könnte das jemand mit gutem Gespür für Timing für mich ausprobieren? Ja, dann bin ich genau der Richtige. Okay, das ist noch easy gerade. Nein! Okay. Okay. Teil 1 ging noch. Scheiße. Okay. Auch Teil 2 war noch in Ordnung. Statt Pilze wäre es mal vielleicht ganz gut, wenn mal was anderes hier rauskommen würde. Naja, komm. Boah, das war knappo. Knappo war das. Okay, mach wieder. Alles klar. So, wir haben schon wieder fast die 1000 erreicht. Wie viel brauche ich denn für den Mittelblock nochmal? Halt die Frage, ob ich dann jetzt auf die kleinen Sachen gehe oder vielleicht doch schon sofort auf das Mittelmoped. Sei mal her. 1500. 700, 500, die sind dann immer so ratzfatz fertig bestimmt. Nee, wir machen erstmal die 1500 voll. Und zwar im Tal der Winde. Nachts steht uns ein sternklarer Himmel bevor. Es werden jedoch starke Winde aus westlicher Richtung erwartet und aus östlicher Richtung auch. Der Wetterdienst empfiehlt, schnell den Heimweg antreten. Ja, tot. Ich zeig ihm, wo der Hammer hängt. Ja, jetzt hätte ich den Wind von dort gebrauchen können. Ne, wir wollen wieder den anderen haben. Zack. Dann nehme ich die schöne Münze hier. Ich komme nicht hin. Nein. Okay. Hey, die Batterieleistung von meinem Controller lässt nach. Dagegen muss ich was tun. Aber erst nach diesem Ding hier. Oh, gib mal her hier, Klammheini. Ja, bis jetzt ist es noch nicht allzu schwer. Wer denn für einer?
Muskelschlumpf. Ah! Nein! Das ist Bum-Bum. Okay. Das Schlüssel haben wir erst einmal. Okay, der war nur optional. Alles klar. Das war mal wieder einfach. So, damit kommen wir jetzt schon mal über die 1000. Noch zwei Level, dann können wir anfangen, das mittlere Moped zu bauen. Die schreckliche Wippenfestung. Aus dieser Festung gibt es kein Entkommen. Um die Wippen richtig ausnutzen zu können, muss man schon etwas mehr Kampfgewicht auf die Waage bringen als Mario, dieser Wicht. Papa von Anonym, das dürfte mal wieder der gute alte Bowser sein. Mal gucken, ob wir hier irgendwie groß und dick werden können. Ich hörte, dass es hier Superpilze in diesem Spiel geben soll. Die machen geile Töne. Okay, das kriege ich schon mal nicht mehr. Ich bleibe auch klein. Jetzt machen wir uns das hier drüben. Dann holen wir uns auch noch das hier drüben. Hier war ich schon, ne? Ja. Okay. Level ist ganz interessant. Im Original Mario Bros. Gab es ja keine Wüstenwelt. Gott, muss ich das alles gleich gehen? Okay. Verstehe. Nicht schlecht gemacht. Auf jeden Fall sehr interessant. Und da rein? Nee. Schon mal das mitnehmen. Tja, ich komme leider nicht mit dem Schuh rauf. Oh nein! Boah. Das ist... Ey, das ist wirklich richtig gut durchdacht, das Ding. Ach, verdammt. Habe ich jetzt nicht so viel, ne? Ne. Noch die beiden Münzen hier. Ah, okay. So. Okay, dann haben wir den auch kaputt. Wow, endlich mal ein Pilz. Und jetzt? Komm ich so schon mal nicht dran. Ist hier rechts.
Ah, okay. Okay, verstehe. Na, er versteht doch nicht. Ich dachte, der könnte darüber gehen jetzt. Na. Tut er jetzt auch, okay. Sehr, sehr witzig gemacht. Jetzt kann ich den benutzen irgendwie. Und von dem kann ich jetzt nach oben abspringen. Sehr schön. Julio. Okay. Jetzt können wir hier durchrennen, oder wie läuft das? Hm. Ah. Dafür hätte ich das benutzen können. Dafür hätte ich die Blume gerade benutzen können. Ja gut, egal. Schönes Level. Wirklich sehr, sehr cool. Richtig gutes Ding.